kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Gothic 2 Mod-Projekt. Wir spielen mal wieder Gothic 2 Dirty Swamp. Für mich ist es schon, ja, 2 Jahre her, dass ich das Ganze gespielt habe. Und ich wollte immer mal Dirty Swamp als Magier spielen, weil, ja, diese Mod bietet eine Vielfalt an neuen Zaubern und Möglichkeiten. Und letztes Mal, als ich das gespielt habe, habe ich als Bogenschütze / Dolchkämpfer gespielt. Ja, und diesmal als Magier. Starten wir mal ein neues Spiel. So, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Letztes Mal habe ich auch auf Herausfordernd gespielt. So wie erdacht, schön knackig, schwieriger als Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich denke, für ein LP ist das ein guter, herausfordernder Schwierigkeitsgrad. Und ja, den werde ich auch wieder nehmen. Ich glaube, Hardcore möchte ich jetzt nicht machen. Ich denke, Hardcore wäre eher was für mich, wenn ich die Mod vielleicht noch besser in Erinnerung hätte. Naja, ich glaube aber, man kann auch im Spiel selbst noch was umstellen. Starten wir mal ein neues Spiel. Ihr beiden bleibt hier und bewacht den Eingang. Ich will in Ruhe nach den Schätzen suchen. Mal sehen, was dieser Tempel noch so hergibt. Hier, nimm das. Nichts Nutz. Schau nach, was es für uns zu holen gibt. Na los, wird's bald. Tja, dann gehen wir mal gucken. Da sind noch ein paar Pilze. Komm ich da dran? Die nehmen wir auch mal mit hier. Hast du immer noch nichts gefunden? Manchmal denke ich, du wirst immer langsamer. Beweg deinen faulen Arsch zurück in den Tempel. Kumpel, ich habe wichtige Pilze gefunden. Ist das nichts? Schon irgendwas dabei? Fackeln habe ich dabei. Das nennt er also in Ruhe nach den Schätzen suchen. Sicher. Wenn man nicht vorgehen muss, ist das leicht zu sagen. Ich hab's echt satt, in diesen verfluchten Tempel umherzukriechen. Irgendwann drehe ich ihm dafür den Hals um. Nun gut, das Übliche. Suchen und einsammeln. Ja, suchen und einsammeln. Der gute Alex Mateka hat hier wieder mal den Helden vertont in dieser Mod. Den kennt man ja auch schon aus zahlreichen Mods. Vergessen ist nicht vergangen. Aus Legend of Asun. Aus Wählen und. Macht er immer sehr gut. Und wir schauen uns hier mal um. Heiltränke füllen deine Gesundheit im Kampf wieder auf. Taste für Heiltrank V. So, speichern wir mal. Da sind nämlich einige miese Ratten. Und dann komm mal ran. Oh, da kommen gleich 3, das ist aber ein bisschen heftig. Außerdem haben wir diese erbärmliche Anfängerhaltung. Na, eine lebt ja noch. Wir sind noch nicht ganz aus der Gefahr raus. Wann gehe ich in einem dieser verfluchten Tempel drauf? Das ist sicher. Aber heute noch nicht. Joa, ich gebe mir Mühe. Skelettkrieger erschaffen. Silberner Ring. Altes Schwert. Was ist das denn? Eine Harpienstatue? Sieht wertvoll aus. Und gruselig. Diesen Zweihänder kannst du da nicht mitnehmen? Scheint nicht. Das kann ich nicht lesen. Ich auch nicht. Ah, eine Truhe. Scheint verschlossen zu sein. Noch eine Truhe. Wieder verschlossen.
Wer hätte das gedacht? Wer verschließt den Thron? Und noch eine Truhe. Wer hätte das gedacht? Dahinter ist ein kristallartiges Gesteins. Irgendwas, Tor? Das sollte jetzt alles gewesen sein. Jetzt schnell zurück zu Sanchez, bevor es noch Ärger gibt. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese verfluchten Tempel nicht ausstehen kann? Sie bringen mich immer wieder dazu, sinnlose Selbstgespräche zu führen. Merkt man gar nicht. Ich glaube, es war so, dass er einen die Sachen sowieso wegnehmen will, alles, was man findet. Deswegen schmeiße ich mal die Sachen hier hin, die ja halbwegs wertvoll sind. So wie diese Spruchrollen zum Beispiel. Mal gucken, ob ich die dann irgendwie behalten kann. Ach so, genau, und in der Mod kann man auch sprinten von Haus aus. Deswegen habe ich die Sprintmod auch mal deaktiviert, die ich sonst immer in den LPs dabei hatte. Weil die Mod hat selbst Sprinten über ein Ausdauersystem. Warum hat das so lange gedauert? Da waren Riesenratten. Na, dann warst du ja in guter Gesellschaft. Immerhin in besserer Gesellschaft als jetzt. Was war das? Ich habe nur gesagt, dort stehen ein paar Thronen und eine goldene Statue. Könnte eine Harpie gewesen sein. Die Thronen sind aber alle verschlossen. Klingt nach einer guten Ausbeute für uns. Uns ist gut. Klappe! Sei dankbar, dass ich dich überhaupt behalte, statt dich einen Kopf kürzer zu machen. Was willst du eigentlich mit dem Knüppel? Ich nahm an, dass... Herr damit! Und jetzt komm mit! Ja, der nimmt dein alles weg, ne? Zurück! Ja, ja. Dann gehen wir erstmal wieder mit. Mal sehen, was hier drin ist. Und du, steh nicht so blöd rum. Mach irgendwas. Ich könnte ein wenig lauter spielen, wenn ich eine hätte. Red keinen Blödsinn. Schau dich lieber nochmal um. Du Taugenichts hast bestimmt etwas übersehen. Und denk ja nicht daran abzuhauen. Du weißt, was dann passiert. Hey, du. Steh nicht so blöd rum. Mach irgendwas. Hey. Steh nicht so blöd rum. Boah, der Teleporter hier ist aktiv. Wow. Sanchez? Sanchez? Es hat funktioniert. Wie? Was? Wieso? Wer bist du überhaupt? Und wo bin ich hier? Ach, tut mir leid. Das musste ich gerade alles sehr verwirren. Bleib weg von mir! Aber ich tue dir nichts. Sieht so aus, als schulde ich dir ein paar Antworten. Die sollst du bekommen. Ja, den Sprecher kennt man ja auch aus zahlreichen Spielen, Film und Fernsehen, Martin Sabel. Sehr guter Schauspieler. Und ja, schön, dass er hier bei diesem Projekt mitgemacht hat. Wer bist du? Ich heiße Jiran. Wie du wahrscheinlich an meiner Robe schon erkannt hast, bin ich ein Magier. Aber keine Sorge, ich bin kein Magier des Königs. Was wäre daran so schlimm? Also, das überrascht mich jetzt ein wenig. Weißt du nicht, was in der Welt los ist? Scheinbar weiß ich das nicht. Unwissenheit ist ein Segen. Dann reden wir ein andermal darüber. Manchmal ist Unwissenheit wirklich ein Segen, das stimmt schon. Wenn man nicht die Probleme der ganzen Welt immer vor Augen hat, dann geht's einem deutlich besser, weil man sich nur mit sich selbst und seinem Umfeld beschäftigen muss, ne? Und ich meine, unser kleiner Freund hier hat ja genug Probleme. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe dich hierher teleportiert. Du hast... was? Nun ja, das stimmt nicht so ganz. Ich versuche es dir zu erklären. Ich erforsche diesen Tempel schon seit einiger Zeit. Und dabei habe ich diesen alten Mechanismus entdeckt.
Siehst du die Plattform mit den Zacken und dem Totenkopf, auf der du stehst? Noch brauche ich keine Brille. Diese wurde auch noch gar nicht erfunden. Stimmt auch wieder. Bevor du hier aufgetaucht bist, warst du in einem anderen Tempel. Liege ich da richtig? Ja, das stimmt. Dann bestätigst du meine Theorien. Das ist ja unglaublich. Wieso hast du mich eigentlich hergebracht? Ehrlich gesagt war das gar nicht meine Absicht. Ich habe diese Schalter in der Wand gefunden und ein wenig herumgedrückt. Und ich habe Magier immer für schlau gehalten. Wer Wissen erlangen will, der muss Risiken eingehen und Dinge ausprobieren. Außerdem sind Schalter dazu da, um auf ihnen herumzudrücken. Hast du das auf deiner Magierschule gelernt? Ja, das habe ich auf meiner Magierschule gelernt. Okay. Ja, die Mod nimmt sich nicht allzu ernst, also für die, die die Mod noch nicht kennen. Unser Held, der versucht immer sehr witzig zu sein und ja, die anderen Charaktere, die gehen auch oft drauf ein und da wird auch hier und da mal die vierte Wand durchbrochen. Das ist schon in einem ganz eigenen Stil geschrieben. Wie funktioniert dieser Teleporter? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Sicher ist, dass ich ihn nicht kontrollieren kann. Aber ich werde weiter forschen, bis ich die Lösung kenne. Du bist also freiwillig in diesem Tempel? Ja, wieso? Armer Ira. Adanos sei ihm gnädig. Wo sind wir hier? Wir befinden uns innerhalb eines alten Tempels. So viel habe ich auch schon mitbekommen. Ich meine, wo sind wir hier? Das sollte ich dir eigentlich nicht verraten. Wir sind in einem Sumpf, so viel sei gesagt. Was soll das denn jetzt schon wieder? Mehr sollte ich dir dazu wirklich nicht sagen. Du hast mich hierher gebracht. Ich verdiene es zu wissen, wo ich bin. Erzähl mir erst einmal, wieso du gar nicht danach fragst, wie du zurückkommst. Ich will nicht zurück. Du willst nicht zurück? Dort hält mich nichts. Nun gut. Du wirst deine Gründe haben. Wenn das so ist, ich kenne da einen Ort, wo du unterkommen könntest. Was ist das für ein Ort? Ein Lager, in dem Ausgestoßene eine Zuflucht finden können. Wir nennen es provokant das Rebellenlager. Andere bezeichnen uns wiederum als Banditen, da das die Vergangenheit eines Großteils der Leute ist. Klingt nicht gerade einladend. Das tut es wahrhaftig nicht. Aber es fasst die Gesellschaft dort ziemlich gut zusammen. Du siehst nicht aus wie ein Bandit. Schau an. Kleider machen Leute. Aber vertu dich nicht. Der Schein kann manchmal trügen. Was hast du angestellt? Ich will dich nicht mit Details langweilen. Sagen wir einfach, ich war nicht einer Meinung mit dem König. Du kennst den König? Nun ja, nicht persönlich. Aber ich habe einen seiner Berater gekannt. Auch ein Magier. Und das reicht, um zu erkennen, woher der König diese Schnapsidee mit dem Krieg gegen die Orks hatte. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann weißt du, wie machthungrige Augen aussehen. Aber genug davon. Was ist deine Geschichte? Ich weiß nicht genau, wie ich letztes Mal gespielt habe. Also wie gesagt, das ist 2 Jahre her. Von den Antwortmöglichkeiten könnten wir versuchen, diesmal eher so ein Arsch zu sein. Und ja, den Leuten kein Vertrauen zu schenken, bisschen ruppiger zu sein. Das geht dich nichts an. Wie du meinst. Kannst du mir den Weg zu diesem Lager zeigen? Wenn du willst, bringe ich dich sogar hin. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn bekannt ist, dass ich dich geschickt habe. Ich habe nämlich ein wenig Einfluss im Lager, musst du wissen. Ja gut, er wartet da ja. Ich speichere mal. Bevor wir dann losgehen, nehme ich diesen braunen Pilz doch mal mit. Der scheint mir sehr wichtig zu sein. Hier liegt auch noch ein Ring. Ein Ring der Magie. Mana-Bonus plus 10. Wir haben schon 110 Mana. Das ermöglicht ja direkt einen guten Start mit Magie. Und wir haben auch Einhand 20%. Oder macht das das Schwert? Nö. Feuerballverbrennung. Achso, das sind Notizen. Eissplitter-Notizen. Stimmt, es gab hier immer solche Notizen, die die jeweiligen neuen Zauber und die verschiedenen Funktionen der Zauber auch beschrieben haben. Eissplitter.
Die Devise dieses Zaubers lautet: Wirf so viele eisige Splitter wie möglich in eine ungefähre Richtung und bete, dass einige schon treffen mögen. Aus diesem Grund ist dieser Zauber eher auf kurze Distanz zu nutzen. Die einzelnen Eissplitter können Feinde durchbohren, sodass er gegen mehrere Feinde erst sein wahres Potenzial entfaltet. Ich habe durch Zufall herausgefunden, dass die Effektivität gegen gefrorene Ziele steigt, sodass ich Eissplitter häufig mit Eisblock kombiniere. Dann sind ja auch diese Tipps, ne? Wie man die Zauber kombiniert. Sind die Hände zum Ziel nicht frei, können alternativ Splitter unkontrolliert zu allen Seiten verschossen werden. Nicht besonders raffiniert, aber durchaus wirkungsvoll, sollte ich mal umzingelt werden. Nach einiger Übung habe ich es geschafft, noch mehr Splitter mit größerer Durchschlagskraft zu erzeugen. Schön, schön. Was haben wir hier noch? Skelettkrieger erschaffen. Der beschworene Skelettkrieger ist in der Lage, elementare Befehle wie beispielsweise den da angreifen oder nur auf Distanz kämpfen entgegenzunehmen. Bei einfachsten mathematischen Rechnungen neigen sie jedoch dazu, grundlos zusammenzufallen. Möglicherweise langweilt man sie damit zu Tode. Ein Krieger bleibt im Tod wohl immer noch ein Krieger. An ihre Namen scheinen sich diese im Übrigen nicht mehr zu erinnern, also nennen wir sie im Folgenden einfach Scott. Mit welcher Waffenart Scott erscheint, hängt vermutlich davon ab, mit welcher Waffe dessen Seele zu Lebzeiten vertraut war. Anders gesagt, für den Anwender ist dies nicht beeinflussbar. Die Stärke von Scott und seine Ausrüstung korreliert mit der Zauberkraft des Wirkenden. Mächtige Magier bringen es fertig, voll ausgerüstete Krieger ins Diesseits zu befehlen, wohingegen sich ungeübte Lehrlinge mit einem weniger gefährlichen Klappergestell begnügen müssen. Ja, das macht ja auch Sinn. Je mächtiger der Magier, desto mächtiger der Skelettkrieger. So, Feuerball. Genau, hier, das wollte ich noch erklären, das weiß ich noch. Zauber können auch als Schnellzauber gewirkt werden. Da können wir einmal mal ins Tagebuch gucken. Schnelles Zaubern. Alle Spruch- und Runenzauber können als Schnellzauber gewirkt werden. So kann ein Zauber auch mit einer gezogenen Nah- oder Fernkampfwaffe gewirkt werden. Einige Zauber haben als Schnellzauber eine alternative Wirkungsweise. Um mehr über einzelne Zauber zu erfahren, lese die Notizen der entsprechenden Lehrer und Spruchrollenverkäufer. Ein Schnellzauber wird mit gedrücktem Hotkey, Standard STRG oder linke Maustaste und der entsprechenden Zahlentaste, auf der der Zauber ausgerüstet ist, gewirkt. Manchmal muss dafür ein Gegner im Fokus sein. Probiere einfach ein wenig herum und entdecke die Vielfalt der Magie. Ja, wir können das ja mal direkt ausprobieren hier. Das wäre ja in dem Fall unser 4. Und dann quasi... Achso, ich habe nicht genug Mana wahrscheinlich, ne? Oder muss ich ein Ziel auswählen? Das könnte wahrscheinlich auch sein, ne? Was ist nur in dich gefahren? Ja, das war der Schnellzauber. Deine beste Entscheidung, dich mit mir anzulegen? Übrigens muss ich hier auch sehr loben, dass die ganzen SVM-Dialoge und alles so schön vertont ist. Hier wurde auf alles geachtet. Die Sprachausgabe ist wirklich eine der besten bei Gothic Mods, weil hier sehr viele professionelle Sprecher dabei sind und auch von der Tontechnik, von der Regie, da wurde hier auf alles Mögliche geachtet. Das ist wirklich sehr gelungen. So. Worauf warten wir noch? Gut. Bleib dicht hinter mir. In diesem Sumpf wimmelt es nur so vor Kreaturen, die dir nicht wohlgesonnen sind. Ja, das ist ja nicht so nett. Übrigens sind ja auch viele Dinge anders, wie zum Beispiel, wenn man was isst, dann hat man hier die Regeneration über Zeit. Und nur Heiltränke heilen ein direkt. Das sorgt also dafür, dass man sich Heiltränke eher aufsparen möchte, ne? Jeden. Was? Jeden? Der haut hier schön mit seiner Wasserfaust um sich. Und die Mucke hier ist auch sehr geil. Also man kann diese Mod an fast allen Stellen einfach nur loben.
viele neue Ideen, viele Erdbeben. Ja, wirklich eine... Ihr werdet noch sehen, für die, die es nicht kennen. Ja. Aua. Ja, schon wieder eines dieser Erdbeben. Passiert das hier öfter? Das war jetzt schon das dritte in dieser Woche. Ich warte nur darauf, dass irgendetwas einstürzt. Das macht die Gegend hier ja sehr einladend. Das war nicht immer so. Die Beben haben erst vor kurzer Zeit begonnen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber besser, wir beenden unsere Unterhaltung hier. Die Beben scheuchen die Monster auf. Ich werde uns direkt vor das Lager teleportieren. Wieso hast du das nicht gleich gemacht? Weil Bewegung ein wichtiger Bestandteil meines Tagesablaufs ist. Na schön. Oh nein, ganz ohne Vorwarnung. Hier sind wir. Jetzt machen wir uns erstmal Gedanken, wie du in das Lager kommst. Mal überlegen. Wie jetzt? Ich kann nicht einfach so ins Lager? Nun ja, das ist ein wenig kompliziert. In letzter Zeit kommen immer mehr Leute, die sich uns anschließen wollen. Das Lager platzt bald aus allen Nähten. Deshalb hat unser Anführer Raymond beschlossen, dass wir nicht mehr jeden aufnehmen, der an unser Tor klopft. Aber ich habe schon eine Idee. Hier, nimm diesen Ring. Was soll ich denn damit? Zeig der Wache den Ring und sag ihr, dass du eine Nachricht an Raymond von mir hast. Und was ist das für eine Nachricht? Sag ihm, dass meine Forschungen im Sumpftempel bald abgeschlossen sind und ich spätestens morgen wieder zurück sein werde. Und jetzt mach es gut. Ich muss mich weiter meinen Forschungen widmen. Kapitel 1 – Neuanfang. Ja, da sind wir in Kapitel 1. Schön, schön. So, den Ring müssen wir den anziehen. Fühlt sich kribbelig an. Übrigens kann man hier auch 4 Ringe anziehen und die sind auch alle miteinander so kombinierbar in verschiedenen... Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Die Ringe, also wer Dark Souls kennt, das Ringsystem erinnert stark an Dark Souls, wo die Ringe sich unterstützen können in ihrer Wirkungskraft. Und ich, was ich eben noch sagen wollte, also gerade die, die Mod nicht kennen, ganz klare Spielempfehlung schon mal. Ja, und wenn ihr hier zuguckt, dann werdet ihr noch sehen. Mit mir zusammen wieder neu erfahren, welche Überraschungen es hier gibt und welche Möglichkeiten diese Mod bietet. Warte mal. Ich? Wer sonst? Du bist neu. Darf ich rein? Von mir aus. Bekommt hier jeder so einen herzlichen Empfang? Jetzt geh schon. Übrigens ist das voll cool auch gemacht. Hier steht jetzt einfach Gardist, aber wenn man die Leute später kennenlernt und die einen den Namen verraten, dann weiß man auch erst, wie die heißen. Das ist ein sehr schönes System. Ein simples, aber sehr gutes System. Hey, Gardist. Stör mich nicht. Deswegen sagt er auch jetzt, hey, Gardist, aber wenn man seinen Namen irgendwann kennt, dann sagt er das nicht mehr. Halt! Du bist keiner von uns. Was willst du hier? Ich will ins Lager. Noch mehr Neulinge brauchen wir nicht. Wieso sollte ich dich reinlassen? Ich bin mit Jiran hergekommen. Er hat mir diesen Ring als Beweis mitgegeben. Du bist also mit Jiran gekommen. Tatsache. Das ist wirklich Jirans Ring. Worauf manche Männer alles achten. Verkneif dir deine dämlichen Kommentare. Sonst überlege ich es mir nochmal anders. Du darfst vorerst passieren, bis Jiran wiederkommt und deine Aussage bestätigt. Wenn du vorhast, hier zu bleiben, dann solltest du mit Raymond darüber sprechen. Seine Holzhütte vor dem alten Tempel kannst du eigentlich nicht verfehlen. Hast du gerade Tempel gesagt? Verfluchte Scheiße, die werde ich wohl nie los. Und jetzt halt mich nicht länger von meiner Wache ab. Wenn ich erfahre, dass du da drin Dummheiten anstellst, dann war's das mit dir. War auch nett, dich kennenzulernen. Ja, diese Torwache, die werden einige von euch bestimmt auch an der Stimme erkennen. Das ist der gute RPG Kurga. Die eine oder andere Stimme könnte euch auch noch aus anderen Spielen bekannt vorkommen. Wie zum Beispiel Enderal oder so. Gibt hier mehrere. Hey du, warte mal. Meinst du mich? Wer denn sonst? Du bist neu hier, oder? Ja, ist das so offensichtlich? Hast du mal an dir runtergeschaut? Das vermeide ich in der Regel.
Schlagfertig bist du schon mal. Du gefällst mir, Junge. Aber im Ernst, zieh dir was Vernünftiges an. Mit diesem Stil kommst du hier nicht weit. Das hat Mutter auch immer gesagt. Ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall werden einige Stimmen euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Wie zum Beispiel diese, der hat auch in Enderal mitgesprochen. Wer sich an die ganze Questreihe mit dem Vater erinnert und diesem dunklen Orden, ich habe jetzt leider schon vergessen, wie der genau hieß, in Enderal, muss ich unbedingt auch irgendwann nochmal spielen. Aber hat eine gewisse wichtige Persönlichkeit auch diese Stimme. Und ich meine auch, irgendjemand hat mir damals gesagt, dass der gute Mann, der hier den Charakter einspricht, auch für die Musik verantwortlich ist. Wenn ich jetzt was Falsches sage, tut's mir leid, aber ich meine, das so in Erinnerung zu haben. Auf jeden Fall gute Arbeit. Ich würde sagen, bevor wir mit dem sprechen, gehen wir einmal hier zum Anführer. Weil normalerweise würde ich jetzt eigentlich der Reihe nach durchgehen, aber ich möchte einmal mal zum Anführer gehen. Das wirst du lieber gar nicht wissen. Hey, warte mal, Bürschchen. Ja? Dich kenne ich nicht. Was machst du hier? Ich habe eine Nachricht für Raymond. Ach ja? Und wer soll dich geschickt haben? Jiran. Wenn das so ist. Hey, Ray! Hier ist jemand, der behauptet, eine Nachricht von Jiran für dich zu haben. Du hast also eine Nachricht von Jiran. Habe ich das richtig verstanden? Ja, hast du. Kannst du das auch beweisen? Ja, Jiran hat mir diesen Ring gegeben. Diesen Ring habe ich ihm zu seiner Aufnahme geschenkt. Jiran muss dir also vertrauen. Diese Leute hier scheinen einen regelrechten Ringfetisch entwickelt zu haben. Muss die Sumpfluft sein. Komm erst mal rein. Dann reden wir weiter. Ja, ich würde aber sagen, wir reden in der nächsten Folge weiter. Die Folgen hier werden leider etwas kürzer, weil ich aktuell ein bisschen im Stress bin und hier vorproduziere, damit ihr doch noch jeden Tag vielleicht eine Folge bekommt von Dirty Swamp. Weil, kurze Info, ich bin gerade hier mitten im Umzugsstress und versuche noch zwischendrin hier ein paar Folgen für euch vorzubereiten, weil ich weiß nicht, wie lange ich kein Internet habe in meiner neuen Bude. Nur als kleine Randinfo. Aber deswegen werden die Parts eher 25 Minuten bis halbe Stunde lang. Wenn ich dann wieder alles eingerichtet habe, dann werden die sie auch wahrscheinlich länger. Alles klar, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr die Mod wirklich noch nicht selbst gespielt habt, dann ganz klare Empfehlung, ne? Macht's gut.